Inmitten einer der windreichsten Regionen Österreichs liegt das Umspannwerk Sarasdorf. Und das soll schon bald zum zentralen Hub für erneuerbare Energie werden. Aus diesem Grund erfolgt jetzt der Spatenstich zu diesem Megaprojekt, zu dem heute die APG und das Netz Niederösterreich laden. Es werden 200 Millionen investiert. Warum ist das notwendig? Naja, es werden hier doch große Mengen an Wind und Photovoltaik ausgebaut. Wir stehen jetzt schon bei 600 Megawatt Erneuerbaren und die Tendenz geht in Richtung 900, vielleicht sogar 1000 Megawatt. Und damit man den Strom hier in der Region auch wegbringen kann, braucht es einmal ein Umspannwerk, mit dem man auf die Höchstspannungsebene kommt und dann eben die entsprechenden Stromleitungen, dass wir ihn in Österreich verteilen können. Wir haben derzeit hier zwei Transformatoren stehen mit rund 600 Megawatt und jetzt geht es darum, die bestehenden Leitungen, die hier vorbeiführen, einmal einzubinden in dieses neue Umspannwerk, weitere zwei Transformatoren hier herzustellen mit noch einmal rund 600 Megawatt. Das heißt, wir haben in Summe dann 1200 Megawatt Leistung hier stehen, wo man dann die Verbindung zwischen dem 110 kV-Netz und dem 380 kV-Netz entsprechend nutzen kann. Wir haben ja einen Netzentwicklungsplan, den wir alle zwei Jahre neu erstellen. Der aktuelle ist gerade in der Genehmigung bei der ECA, bei der E-Control. Der sieht vor, ein Investitionsvolumen für die nächsten 10 Jahre von rund 9 Milliarden Euro, nur wir als Austrian Power Grid. Darin sind auch enthalten 25 Umspannwerke wie dieses. Das sieht man schon, die Dimension. Und in weiterer Folge braucht es natürlich dann auch die entsprechenden Stromleitungen, die verstärkt werden müssen oder zum Teil auch neu gebaut werden müssen, damit wir den Strom auch entsprechend verteilen können in Österreich. Die große Herausforderung ist, dass wir zum einen genug Energie bei uns selbst erzeugen müssen, Windkraft, Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraftwerke, aber auch die Netze jetzt rasch ausbauen müssen, damit die Energie zum Beispiel hier aus dem Bezirk Bruck an der Leitha auch an die anderen Teile Österreichs kommen kann. Und das ist eine Herausforderung, die natürlich auch viel Geld kostet, auch ihre Zeit braucht, aber davon bin ich überzeugt, in den nächsten 10 Jahren sehr erfolgreich sein wird. Die APG ist ja zuständig in ganz Österreich für das Übertragungsnetz, das heißt das ganz starke, große Netz, wenn man so will, die Autobahnen, managt die APG und die Verteilnetze hier in Niederösterreich, managt die Netz Niederösterreich und das heißt, wir nutzen die überregionalen Leitungen, um hier zu verteilen und wir nutzen auch die überregionalen Leitungen, das was in der Fläche produziert wird, dann quasi wieder in den Westen zu transportieren. Hier stehen wir auf einem der größten Energiewendeprojekte unseres Landes. Hier in Sarasdorf entsteht ein Umspannwerk, das ein zentraler Knotenpunkt sein wird in unserem Netz. Und wir denken ja bei der Energiewende ganz oft zuerst an die Kraftwerke, an die Windräder, an die Photovoltaikanlagen. Aber ohne Netze geht die Energiewende auch nicht. Und deswegen sind die Netze so ein wichtiger Teil, deswegen müssen wir sie ausbauen und deswegen brauchen wir auch Knotenpunkte wie hier in diesem Umspannwerk. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute bei diesem Spatenstich dabei sein kann. Wir haben mit der Energiewende eine riesige Chance vor uns. Eine Chance auf mehr Unabhängigkeit in der Stromversorgung für unser Land. Eine Chance auf mehr grünen und klimafreundlichen Strom und eine Chance auch auf niedrigere Preise. Weil der günstigste Strom, das ist der, den der Winter produziert, weil der Wind schickt uns keine Rechnung, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Und wir haben letztes Jahr erlebt, Wladimir Putin schickt uns eine teure Rechnung.